Hallo alle Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Um der traditionellen weihnachtlichen Erwartungshaltung im Dezember gerecht zu werden, habe ich noch ein weiteres Giveaway für euch. Und zwar geht es um das VK World Mix Plus. Nun gibt es vom VK World Mix Plus zwei Versionen. Einmal eine mit 2 GB und 16 GB, also 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Festspeicher, und eine mit 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Festspeicher. Ich möchte einfach nur hier, dass es keine unnötigen Verwechslungen auftreten. Es ist die 3.32er Version. Die sehen natürlich beide gleich aus. Ich habe ein Review zu dem Gerät gemacht und es ist auch exakt das Gerät aus dem Review. Und wer das Review verfolgt hat, ich kann unten in der Videobeschreibung noch verlinken, der weiß auch, dass dieses Gerät hier nicht nur einen kurzen Alltagstest hier bei mir mitgemacht hat, ein paar Tage. Seht es euch an, es ist ein geiles Teil, Tri-Besseles. Sondern er weiß auch, dass das Gerät hier ein etwas schlecht verklebtes Display hat. Ich habe da auch ein bisschen nachgeholfen. Und das ist auch ein Grund, warum es jetzt im Giveaway landet. Ich bin ja nur ein kleiner YouTuber. Wäre ich ein größerer, da würde ich euch überhäufen mit Telefonen. Aber noch ist es nicht so weit. Die Teilnahmeregelungen sind wie immer keine. Das heißt, jeder kann mitmachen. Ihr müsst weder Abonnent sein, noch müsst ihr irgendwie einen Kommentar schreiben oder einen Daumen hoch geben oder so ein Quatsch. Kommt einfach auf moschus.de, meldet euch dort im Forum an. Da sind auch noch zwei andere Giveaways derzeit am Laufen. Da geht es um zwei Smartphones. Jeder kann auch bei verschiedenen Giveaways gleichzeitig mitmachen. Da gibt es keine Ausschlussregelungen oder so. Meldet euch einfach an und schreibt in den entsprechenden Beitrag. Ich verlinke das unten dann noch, dass ihr teilnehmen möchtet. Ihr könnt selbstverständlich auch per E-Mail teilnehmen an moschus2@gmail.com. Schreibt ihr dann einfach eine Mail, dass ihr mitmachen wollt. Ich bevorzuge aber die Teilnahme übers Forum, denn das ist für mich einfacher zuzuordnen. Ich bekomme nämlich gerne E-Mails, wo einfach nur drinne steht, ich möchte mitmachen, weil der Betroffene nicht weiß, dass es verschiedene Giveaways derzeit gibt. Oder er möchte mitmachen beim Giveaway, was bereits abgelaufen ist. Und so ist das für mich dann wesentlich übersichtlicher, wenn das alles schön nach Thema sortiert ist. Es wird ein sehr kurzes Giveaway, denn ich bin ja über die Weihnachtszeit dann auch nicht im Lande. Heute beginnt es Sonntag um jetzt, wenn ihr das Video praktisch seht. Und es endet dann am Mittwoch um 23.59 Uhr. Jetzt muss ich erstmal in meinen Kalender gucken, in mein aktuellen Testgerät, den Qbot X18, was dann Mittwoch für ein Tag ist. Das wäre der 20. Ja, das ist 4 Tage vor Weihnachten. Um 23.59 Uhr. Dann endet das Ganze. Bis dahin kann jeder dann halt seinen Beitrag leisten, indem er reinschreibt, dass er mitmachen möchte. Und dann versuche ich dann auch gleich am Donnerstag den Gewinner des Giveaways dann zu veröffentlichen. Der schreibt mir dann bitte, also ich veröffentliche das wie immer im Forum, dann mache ich nicht nochmal ein extra Video, außer ich habe Zeit dafür. Und der Gewinner schreibt mir dann wie immer seine Adressdaten, dann schicke ich das Ganze raus. Muss dann allerdings recht schnell passieren, ist ja klar, weil ich ab Montag dann auch nicht mehr da bin und bin dann erst im Neujahr wieder im Lande und könnte dann erst in dem Falle das dann halt verschicken. Ansonsten, wenn das am Donnerstag alles klar geht, ich am Donnerstag gleich den Gewinner veröffentliche, der mir dann gleich seine Adressdaten schickt, kann ich das technisch gesehen auch am Donnerstag gleich rausschicken, wäre vielleicht am Freitag oder Samstag noch da, wenn DHL mitmacht, wenn die so schnell sind. Also das VK World Mix Plus jetzt im aktuellen Giveaway, nur 3 Tage für jeden, der sich das gerade ausgerechnet hat, oder 3 Tage und ein bisschen, das kürzeste Giveaway bisher, aber ich wollte unbedingt jetzt noch, bevor das Jahr endet, noch eins hinterher schieben, weil ich mir dachte, es reicht noch nicht. Ich meine, ihr seid inzwischen so zahlreich, dass ich mich doch hier mal gezwungen sehe, etwas zurückzugeben in Form eben von smarter Technik, worum es ja hier auf meinem Kanal auch gehen soll. Wenn ihr euch auch im Allgemeinen, ich meine, nicht jeder kann gewinnen, das ist klar, es ist im Großen und Ganzen pro Giveaway natürlich nur einer, und die übrigen, die können sich aber dafür dann die Angebote auf meiner Webseite dann mal ansehen. Auf moschus.de poste ich sehr regelmäßig im Moment immer mal das eine oder andere Flash-Sale, was ich zum Beispiel finde, also irgendwelche Angebote, wo die zeitlich in der Regel begrenzt sind. Im Forum selber findet ihr nicht nur die Giveaways, ihr findet dort auch Gutscheine unter Marktplatz. Der ein oder andere weiß das vielleicht schon. Und da habe ich im Moment auch recht viele noch aktuell gültige Gutscheine für Tablets, Smartphones. Und ich habe sogar einen für einen Monitor bekommen. Na, kriegt man in der Regel die Geräte noch günstiger als im Flash Sale. Und aktuell, das hat jetzt auch nicht so speziell mit mir zu tun, ich habe das Uhance Max 2 kürzlich getestet. Das liegt hier jetzt hier irgendwo noch rum und ich fand es echt gar nicht mal so schlecht.
Es ist eigentlich ein sehr großes Gerät. Aber es gibt ja welche, da kann ja das Smartphone gar nicht groß genug sein. Und das gibt es gerade für 119 Euro, wenn ich mich nicht irre, im Flash-Sale. Nur wo man sagt, okay, das ist jetzt ein bisschen spät. Aber aus dem EU-Lager. Gibt es manchmal auch, dass bei Gearbest halt solche Angebote gibt, denn aus der EU sind die Geräte in der Regel deutlich teurer als aus China, ist ja klar, die müssen ja hier importiert und dann auch irgendwie hier irgendwo gelagert werden und dann halt auch verkauft und verschickt und das ist ja alles zusätzlicher Aufwand. Mir fällt hier gleich meine ganze Mikrofonstruktur zusammen. Deshalb kosten die in der Regel mehr, aber das Uhrens Max 2 ist da gerade eine Aktion aus dem EU-Lager und das wird kostenfrei mit DHL verschickt, wenn man die Option wählt. Da gibt Gearbest eine Lieferzeit von 2 bis 5 Tagen an. Wollte ich doch mal erwähnen, denn ich finde das übelst krass, das Gerät hat übelst Speicher, es hat auch genügend Performance, die Kamera ist nicht schlecht und das riesige 6,44 Zoll Display löst mit Full HD auf, also 1920 mit 1080 Pixeln. Das Ganze ist eine Metall-Unibody. Gewicht, Stärke von dem Gerät ist für die Displaygröße richtig gut und mein Fazit ist positiv ausgefallen, denn ich hatte es einige Tage in Benutzung und passt noch in die Hosentasche und naja, es ist halt ziemlich groß. Also für alle die halt ein Gerät in der Größe suchen, sollten sich das mal näher anschauen. Gut, habe ich euch das jetzt auch nochmal näher gebracht. Das aktuelle Giveaway findet ihr unten auch in der Videobeschreibung, also da verlinke ich das dann ins Forum. Da stehen auch nochmal ein paar Informationen. Zieht's euch rein, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch gefällt die aktuelle Giveaway-Aktion und wir sehen uns zum nächsten Video. Hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.